Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche zu Geschenken aus der Küche, aber auch selbst zu benutzen fürs ganze Jahr. Das wird jetzt eine Mischung und zwar, also ich liebe ja diese Fixtassen, gerade im Winter, wenn ich im Büro bin, da habe ich so keine Möglichkeit, irgendwie was warm zu machen. Und dann in diesen kleinen Tütchen, also was natürlich voll Glutamat ist und aber ich will es nicht schlecht machen, weil ich mag es ja auch wirklich gerne. Ja, und jetzt habe ich aber das Rezept gesehen, wo man die nachmachen kann und halt auf Vorrat und natürlich, glaube ich, schon auch um einiges günstiger. Das teuerste ist sicherlich dabei das Tomatenpulver, was ich jetzt verwende, weil ich das aber auch einfach noch da habe. Und ja, da hatte ich 1 Kilo bestellt für Nudeln zu machen. Und das ist aber auch noch ein Jahr haltbar, aber ja, man will es ja auch nochmal weg haben, weil man Angst hat, dass es klumpt. Ne? Aber dieses Rezept könnte man, also wenn man das jetzt nicht extra bestellen will, kann man das auch mit getrockneten Tomaten machen. Die gibt es ja auch immer wieder bei Aldi und auch sonst gibt es die. Also ich mache jetzt erstmal die normale Menge, aber ich glaube, ich werde den Durchgang wahrscheinlich noch ein paar Mal wiederholen, weil, naja, da braucht man ja auch, ich glaube, 25 Gramm für eine Portion. Und ja, ich habe die Rezepte, also es kommen nämlich noch zwei ähnlicher Art, also mit anderen Geschmacksrichtungen, auf der Seite gefunden, Koch-Junkie auf Reisen. Und ja, die hat auch sonst ganz tolle Rezepte, also kann ich euch total empfehlen, aber Rezept wird natürlich verlinkt. Das ist ein Thermomix-Rezept, aber ist natürlich überhaupt nicht nötig. Klar, wenn ich jetzt getrocknete Tomaten genommen hätte, dann wäre es sicherlich besser, um die dann zu schreddern. Aber ich nehme das Tomatenpulver. Da würde das jetzt auch so gehen. Also erstmal 60 Gramm. Aber da ich jetzt sehe, dass 60 Gramm gar nicht so viel ist, ich mache die doppelte Menge. Also schnell nochmal umgeswitcht. Also 120 Gramm. Dann ist angegeben 30 Gramm gekörnte Brühe, selbstgemachte. Ich nehme jetzt also 60 und tatsächlich nehme ich auch selbstgemachte. Die habe ich neulich mal, da hatte ich unheimlich viel Gemüse, was jetzt auch noch so an Resten zu verwerten war. Und da habe ich nämlich einfach alles in den Thermomix geschmissen und habe das dann auf ein Backblech. Oder besser erstmal auf eine Folie drauf, also Backfolie drauf gestrichen, ganz dünn. Hab das ein paar Stunden trocknen lassen im Backofen und hab's dann halt nochmal geschreddert. Und ja, das ist jetzt meine gekörnte Brühe. Also, wenn ich die jetzt nicht hätte, würde ich einfach ganz normale Pulver nehmen. Davon 60 Gramm. Dann 8 Esslöffel gefriergetrocknete Zwiebeln. Also, die gibt es ja auch. Ja, die gibt es bei Lidl. Ich habe es beim Kaufland gekauft. Also durchaus was, was man leicht findet. 8 Esslöffel. Aber da ich so Zwiebeln ja wirklich liebe, bin ich da auch jetzt. Waren die vielleicht ein bisschen gehäuft? Schon mal etwas hier durchmischen. Ja. Aber so lohnt sich das wenigstens auch gleich, die doppelte Menge zu machen. Also das passt noch alles gut in den Thermomix. Dann 6 Esslöffel Oregano. Ja, das kommt mir eigentlich auch zu Pass, denn also Oregano mag ich auch wirklich sehr gerne. Esslöffel. Und 60 Gramm Paprika edelsüß. Und da ich ja so Paprika auch liebe, habe ich dann mir gleich so eine große Packung gekauft beim Türken. Das ist auch wirklich um einiges günstiger. Also 60 Gramm. Aber halt bloß darauf achten, dass es der Edelsüße ist und nicht der Rosenscharf, weil ich glaube, das brennt ganz schön. Dann 2 Teelöffel Knoblauchpulver und 60 Gramm Salz. Gut, ist schon ganz schön viel, aber ach, ich mache mal nur 50. Ich glaube, das reicht auch, weil ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich bei der Gemüsebrühe, da war ja auch Salz dran. Also deswegen, ich habe jetzt mal nur 50 Gramm des Salz genommen. Ja, und das ist jetzt schon eine ordentliche Menge. Und ich packe mir das in den Thermomix jetzt, weil er sowieso gerade hier steht, weil ich da schon andere Sachen gerade gemacht habe. Und ja, wer keinen Thermomix hat oder den jetzt nicht extra dafür
benutzen will, der kann das auch einfach ganz normal jetzt durchrühren. Also das ist auch gar kein Problem. Und das wird jetzt für eine Minute auf Stufe 10 halt richtig durchgemengt. Das habe ich gerade auch noch gesehen. Also man kann es nicht nur für diese fixe Tasse nehmen, sondern man könnte es auch zum Andicken von Soßen nehmen. Dann hat man natürlich auch gleich einen super Geschmack daran. Also vielseitig einsetzbar. Also auf 10. Das ist jetzt wirklich, ja, das sieht original so aus und ein bisschen, würde ich sagen, riecht es sogar auch wirklich wie dieses Tütenprodukt, was ich da gerne nehme, das mit K anfängt. Und dann kann ich nur sagen, dass das wirklich auch eine richtig schöne Menge geworden ist. Ja, das werde ich jetzt in Gläser mehr abfüllen und dann mache ich mir natürlich auch noch ein Etikett, wo dann auch draufsteht, wie es angewendet wird. Aber ich mache natürlich gleich auch noch mit euch die Geschmacksprobe. Ja, aber das ist wirklich schnell gemacht und ich glaube, es ist auch nicht so alltäglich, ja, weil, also wann bekommt man schon mal sowas geschenkt? Aber wie gesagt, ich trinke die auch wirklich gerne. Bei mir wird die auch, also von mir wird die auch sicherlich, ja, gern genutzt. Und da wollen wir jetzt natürlich auch noch testen. Also im Rezept steht 20 bis 25 Gramm des Pulvers und ich nehme da ja lieber ein bisschen mehr. Ja, ungefähr ja, 3 Esslöffel kommt bei mir genau hin von 25 Gramm. Also 3 Esslöffel. Und das wird aufgegossen mit 250 Milliliter Wasser. Also kochend heißem Wasser natürlich, habe ich gerade aufgekocht. So, das natürlich erstmal gut ein bisschen aufrühren. Und am besten einen Deckel drauf machen oder irgendwie abdecken, dass es nicht gleich kalt wird, aber erstmal noch ein bisschen ziehen kann. So, ich habe das jetzt ja, vielleicht 3 Minuten dann nochmal ziehen lassen. Und ja, jetzt geht es um die Verkostung. Nochmal durchrühren. Also es sieht original ja, wie so eine fertig fix super aus. Also ich mag die ja gerne. Kann natürlich aber sagen, jetzt Gästen würde ich die nicht unbedingt zum Mittagessen hier vorsetzen. Es ist halt ein Fixprodukt, das sollte man natürlich nicht vergessen. Und jetzt wird natürlich noch probiert. Jetzt ist auch schon ein bisschen abgekühlt. Ja, also ich kann sagen, sie ist würzig. Sie schmeckt gut nach Tomate. Und sie erinnert mich stark an diese Fixtüten, aber original ist es nicht. Ja, aber einfach mal für im Büro oder wenn man irgendwie auf Camping ist, wenn man da sowas mal ja, zwischendurch halt essen möchte. Dafür wirklich gut. Aber natürlich, da will ich euch nichts vormachen, das ist nicht wie eine frische Tomatensuppe. Also definitiv nicht. Ja? Und ich würde sie jetzt auch keinem Gast hier vorsetzen. Also das kann ich auch nochmal betonen. Aber ja, im Büro werde ich die auf alle Fälle essen. Und ja, probiert es aus, ob es was für euch ist. Ja, ich finde sowas auch als... ja, ich mache ja immer zu Weihnachten diese Geschenkkörbe, wo ich lauter selbstgemachtes Zeug reinpacke. Und da schäme ich mich jetzt auch nicht, das dabei zu packen. Also, ja, wie gesagt, man muss immer Abstriche machen. Es ist ein Fixprodukt, es ist keine frische Tomatensuppe. Aber, ja, gerade für im Büro, total klasse. Ja, dann viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.